Hallo und da bin ich wieder bei Alice. So, jetzt muss ich noch starten. So, jetzt kann es losgehen. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier weiterkomme. Ich denke mal, wenn ich einfach runterspringe, wird das sicherlich nichts bringen. Ich tue es mal. Ja, das dachte ich mir schon. Warum funktioniert denn das Schnellladen nicht? Komisch. Ja, machen wir es halt so. Ah. Dann so. Oh. Und der will noch ein Messer abkriegen. Bitteschön. Okay. Bin mir jetzt nur gar nicht sicher, ob die Auflösung stimmt. Ich habe es ja sonst immer in Full HD gespielt. Ich weiß nicht, ob er das jetzt... Oh. Wieder umgestellt hat oder nicht. Sag mal, 4 Messer. Okay, speichern geht. Ich weiß nicht, warum Schnellladen nicht benutzt hat. Aber macht ja nichts. Sind ja am selben Ort wieder rausgekommen. Oh. Obwohl, ist gar nicht so schlimm. Eigentlich sollte die mir anzeigen, wohin die springt. Aber, ja. Das ist blöd, dass der jetzt das Schnellladen nicht benutzt. Muss ich noch mal kurz in die Einstellung gucken. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe mal kurz geguckt. Ich hatte noch mal die Einstellung dann umgeändert, aber es hat sich nicht wirklich was geändert, weil es halt so gelassen hat. Aber es war F1 statt F9. Ich dachte, das hätte ich geändert und ich müsste... Genau. Ich müsste hier eigentlich hochspringen können. Jo. Ich wechsle mal hier drauf. Es ist schon wieder sehr komisch, das Ganze hier alles. Muss ich da rüber? Oh! Die hier. Wäre natürlich lustig, wenn der jetzt da in die Lava reingefallen wäre. Oh, das ging daneben. Na? Sehr gut, dann kann ich mir das von dem einsammeln. Oh, von ihm nicht. Aber macht nichts, ist alles fast voll. Hier könnte ich rüber. Ich speichere mal kurz. Nicht, dass ich dann wieder, wie immer, irgendwo anders hinspringe. Jubala. Ja, die sind gut. Ich denke, wir nähern uns... Naja, nee, weiß ich gar nicht, inwieweit wir uns dem Ende nähern, weil wir sind ja jetzt schon im Prinzip beim... bei der Roten Königin. Zumindest in dem Schloss, in dem Ganzen von ihr. Ich möchte mal wissen, wofür das alles hier gut ist. Oh, nee, da will ich nicht lang. Oh! Denn, verdammt, wieder die falsche Taste. Man habe ich gar nicht gedacht, dass man ja auch die Waffen kombinieren kann. Ich finde... Oh, boah. Solche Rätsel oder... Naja, Rätsel ist es nicht wirklich, aber solche... Solche Sachen, wie es eben gab, gibt es jetzt in den jetzigen Spielen gar nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ach. Oh, die schießen ja mit ihren Fäusten. Lassen ihre Fäuste sprechen. Was hält denn der aus? Ah, jetzt. Junge, Junge. Sag mal einmal Junge. So, der hier, der hat ihn so ein bisschen umgepeilt. Oh, die verfolgen mich ja auch noch. Boah. Das war jetzt aber heftig. Ob das was macht? Also es macht was, aber aus viel mehr. Ja, jetzt ist alle. Ist noch ein Messer.
Der dreht sich hier bloß ein bisschen. Oh. Sag mal. Ich finde das nicht okay von euch. Ah ja. Mal fix speichern hier. Kann ja nicht wahr sein. Gut, nee, da muss ich nicht lang. Ist natürlich auch interessant. Achso, hier Lava und Wasser rein, das verdampft und damit treiben sie hier die Zahn. Die Dinger an. Im Prinzip ein. Also rein von der Funktionsweise wie ein Kernkraftwerk. Nur eben, dass keine Kernspaltung betrieben wird. Sondern relativ natürlich, wobei das Wasser da ja schon recht viel verschwendet wird. Obwohl, das verdampft ja. Schon interessant. Du musst dich hier treiben. Ah, so einer. Weg. Ist er jetzt? Ja, ist er. Das wäre natürlich mit der heutigen Technik und so, gibt ja viele Spiele, die richtig cool das Wasser darstellen können und physikalisch und so. Das wäre schon richtig cool. Hä? Jetzt geht's wieder. Ah, ich wollte schon sagen, ob ich da dann rein muss. Da hätte ich ja gar keine Lust drauf gehabt. Achso, hier kann man ja gar nicht rennen. Oder? Ja. Ui. Da hat es den Kopf zerplatzt. Oh, bei ihm auch. Jetzt bloß nicht den Kopf verlieren. Achso, ich bin voll. Ich bin full. Aber schon wieder hier im Irrgarten. Ach so, das sind die Würfel. Ja, funktioniert. Doch, funktioniert. Stirb doch. So, der könnte... Aha. Ich wollte gerade sagen, der könnte ja jetzt ihn angreifen, aber da ist er auch schon wieder weg gewesen. Ich weiß gar nicht mehr. Ach ne, diesen Chepperwalkie, den haben wir ja schon. Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt der Endgegner war. Na? Ich meine, ist schon ein bisschen interessant, gerade hier, wenn man so überlegt, so die Psyche. Ich weiß gar nicht. Ob es im originalen Alice, ob es da irgendeine tiefgründige irgendeine Intention gab, warum die da in dem Wunderland sich verkriecht, ob die das jetzt, ob die da praktisch wirklich in dem Wunderland war oder ob das wirklich nur ihre Einbildung war. Ich meine, hier war sie ja in dem Hirnhaus jetzt irgendwie. Und da weiß ich jetzt nicht. Ich habe immer früher gedacht, dass das Wunderland kaputt geht, weil sie in dem Irrenhaus ist und praktisch geheilt werden sollte. Ob es deswegen kaputt geht oder ob sie da einfach nicht so zurechtkommt und durch den Tod ihrer Eltern da immer kaputter geht, wird, deswegen auch ihr Wunderland kaputt geht. Aber ich denke mal, das hat man sich vielleicht ein wenig freigelassen. Oh, das. Okay. Alles noch gut machbar. Machbar. Ich weiß nicht, wie sie solche Level-Designs ausdenkt, ey. Kommt näher, kommt immer näher. Geht was. Ja, und im zweiten Teil ist ja im Prinzip... Da ist es ein bisschen eindeutiger, finde ich. Das finde ich ein bisschen schade. Wo sie ja dann praktisch am Anfang bei dem Psychiater ist. Und da sieht man... Oh.
gemerkt, wie so die ganze Sache mit ihrer Psyche und so zusammenhängt. Na. Das ist mal geschrien. Ach scheiße, der braucht zwei. Nein, ich. Oh, jetzt dachte ich, ich bin. Ja, ich bin trotzdem tot, okay. Aber der kommt auch erst. Nee. Ich dachte, der kommt erst, wenn man da drauf ist. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. So, da haben wir ihn schon einmal erwischt. Jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn er hierher kommt. Aber da ich noch nichts verloren habe, ist es egal. Da kann ich nämlich auch nicht einsammeln. Hallo? Ach, ich glaube, ich weiß. Ja, genau. Auch gut. Aber da will ich zum zweiten Teil noch gar nicht so viel vorwegnehmen, wobei den wahrscheinlich jetzt schon alle kennen. Aber das macht ja nichts. Ah, das ist schon wieder so einer. Ich mag die nicht. Wäre auch interessant, ob die Gegner alle was mit ihrer Psyche zu tun haben. So. Muss ich jetzt dorthin eigentlich? Sieht fast so aus, ne? Ob die da irgendwas zu sagen haben, so von ihren früheren Sachen und so. Da nehme ich den. Oh, der lebt noch. Ganz toll. Da wechsle ich doch einfach mal. Genau, das war schon das Richtige. Verdammt. Na, ob das was gebracht hat. Oh ja, es hat was. Cool. Ich dachte schon, ich hätte ja sinnlos daneben geballert. Oh, so eine Folge ist mal recht schnell rum, muss ich mal so sagen. Also wenn man selber nur Zuschauer ist, ist das immer recht. Geht das immer? Achso, ich muss dann. Beziehungsweise ist es dann schon fast lang, aber wenn man das selber spielt, finde ich, ist es dann immer recht kurz und ich will ja doch ein bisschen was zeigen. Weil immer ständig abnibbeln ist. Scheiße. Ach nee. Oder? Wo bin ich denn jetzt? Ach hier. Okay. Das wollte ich nehmen. Dann müsste ich mich fast beeilen, dass ich noch wieder runterfalle. Ja, ja, ja. So habe ich mir das gedacht. Ich höre da immer ein Wei und Heu. So. Dass ich noch was von dem Tai oder so, wie sie es genannt haben, bekomme. Ich würde ja was abhaben. Nein! Och Mann. Naja, aber den haben wir ja schon umgeboxt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur hier hin. Ein bisschen warten. Ich kann auch hier drauf springen. Ach, den hat es auch erwischt. Sehr schön. Und dann ist das nur so ein kleiner. Schade eigentlich. Aber macht nichts. So, nochmal gespeichert. Und dann sind wir schon wieder hier. Und tja, dann sehen wir uns aber erst in der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise sehen wir dann, was hinter dieser Biegung ist. Damit sage ich Tschüss.